und herzlich willkommen im Wald zum Adventskalender. Ich muss gerade noch meinen Tee austrinken, ich erzähle trotzdem schon was und den Großteil des Videos ohne Tasse, kein Problem. Aber so, folgendes. Augen auf beim Weihnachtsbaumkauf, denn da gibt es verschiedene mögliche Alternativen. Wer also nicht unbedingt nur den klassischen Weihnachtsbaum vom Weihnachtsbaumhändler haben möchte, der kann auch auf eine Alternative zurückgreifen. Und die möglichen Alternativen habe ich mal zusammengestellt und wollte sie euch präsentieren. Aber leider wird mein Tee sonst kalt, wenn ich jetzt nicht... Und ich kann hier auch nicht ewig hocken, deswegen muss ich einerseits zeitnah was erzählen, aber auch zeitnah meinen Tee trinken. Und da haben wir dann auch schon das Problem. Jedenfalls... Kurz zur Historie, die Idee, sich Grünzeug ins Haus zu stellen, das hat nichts mit dem Christentum zu tun. Der Brauch wurde auch erst sehr spät, ich glaube erst in Mitte der 80er oder sogar in den 90er Jahren vom Vatikan zum ersten Mal praktiziert, dass die am Petersplatz, heißt der so, Markusplatz, ach ist mir doch egal, jedenfalls da haben sie irgendwo ihren zum ersten Mal ersten Weihnachtsbaum aufgestellt, also vor rund 30 Jahren irgendwie sowas um den Dreh. Davor war das als heidnisch nicht unbedingt besonders beliebt bei den Katholiken. Ist eine sehr deutsche Tradition, ist von Deutschland aus um die Welt gegangen und die Idee, sich einen Baum aufzustellen, was die Amis ja inzwischen auch tun, wurde halt eben von deutschen Einwanderern nach Amerika mitgenommen, vermutlich zumindest. Jo, und selbst in der Zeit der Römer, als die hier unterwegs waren, haben wohl die Germanen und die Römer selber sich auch ganz gerne eben grünes Zeug ins Haus gehängt, einfach um sich selbst klarzumachen, dass der Winter nicht ewig dauern wird und irgendwann dann auch wieder der Frühling Einkehr findet. Ja, und das ist einfach dann ein Symbol, um das zum Ausdruck zu bringen. Der Winter geht vorbei. War damals halt wirklich auch noch häufiger so ein Winter wie dieser. Hier. Und dementsprechend ist das dann ein Thema, weil wenn man da jetzt mal gemütlich Urlaub im Schnee macht, so wie ich jetzt, ja, dann ist das toll. Aber wenn man da die ganze Zeit im Schnee hocken muss, wissen wir alle, wird dann irgendwann weniger toll. Und deswegen eben Symbol der Hoffnung und für die Wiederkehr des Frühlings. Es spricht grundsätzlich auch nichts gegen den Weihnachtsbaum. Überhaupt nicht, insbesondere nicht, wenn da irgendwie Kinder im Spiel sind. Und da kann ich das definitiv nachvollziehen, dass man den haben möchte. Und drum müssen wir jetzt eben da mal drüber sprechen. Also wir müssen nicht, aber ihr hört es euch an, also seid ihr selber schuld. Das war der historische Abriss in aller Kürze. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, ist es ethisch, moralisch fragwürdig, einen Weihnachtsbaum aufzustellen? Und grob muss man dazu sagen, also jetzt beim herkömmlichen Weihnachtsbaum, beim Weihnachtsbaumhändler um die Ecke sich einen holen und den über die Schulter werfen und nach Hause tragen. So habe ich das immer früher gemacht, als wir noch einen hatten. Inzwischen ist Weihnachten einfach nicht mehr so das große Ding, wo unbedingt ein Baum dazugehört. Stattdessen gibt es jetzt ein paar Äste. Reicht auch, ne? Einfach kleiner. Aber wer einen Baum haben möchte, und wie nochmal, insbesondere wenn Kinder und große Familie und so weiter, dann macht das ja alles Sinn. Das ist absolut nachvollziehbar. So, was man jetzt wissen muss, der klassische Weihnachtsbaum, der kommt, wenn man ihn in Deutschland kauft, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch genau aus Deutschland. Von einer Christbaumplantage, Weihnachtsbaumplantage. Das ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche, das ist kein Wald. Ist auch nach Gesetz nicht als Wald definiert, sondern als landwirtschaftliche Nutzfläche. Und damit die Bäume besonders schön sind und dann, damit da nicht einzelne Nadeln fehlen und da nicht irgendwas, weiß ich was, dran rumfrisst, sind die A eingezäunt, B darf die Fläche nicht betreten werden von jedermann. Ist ja auch kein Wald, also das Betretungsrecht des Waldes zählt da nicht, weil es ist ja keiner. Und es kommen Pestizide zum Einsatz, also heißt einmal was gegen Unkraut, das den Bäumchen da irgendwie dazwischen wächst und dann die Wuchsform verändert, also die perfekte Symmetrie, die so ein Weihnachtsbaum im Idealfall haben soll, leidet eben, wenn da noch irgendeine andere Pflanze dazwischen steht, und die sollen weg, und das kann man durchaus mit bestimmten Herbiziden machen, und dann sollen selbstverständlich auch keine Insekten dran fressen, also braucht man auch noch ein Insektizid mindestens. Und je nachdem, wie oft im selben Boden über kurze Zeit dieselbe Baumart angebaut werden soll, kann es auch ein Thema sein, dass man da dann nochmal gegebenenfalls mit Fungiziden hin muss und die Pilze, die man da nicht haben möchte im Boden, eventuell abtötet. Ja, Flieger.
damals, als die Franzosen hier noch drüber geflogen sind und da drüben noch die Flak stand, das waren noch Zeiten. Aber die Flak hat nicht ein einziges Mal geschossen und die Franzosen sind genau wie heute links und rechts an der Flak vorbeigeflogen. Na egal. Also damit kann sich jetzt der Kundige eventuell vorstellen, wo ich hier eigentlich hocke. Egal. Jedenfalls ist das durchaus legitim, sich so einen Baum aufzustellen, weil der eben ein landwirtschaftliches Produkt ist, genau wie eine Kartoffel. Ja, also ehrlich gesagt, das ist wirklich dasselbe. Also gut, jetzt ist ein Baum natürlich größer als eine Kartoffel oder eine Riesenmöhre, meinetwegen. Wenn es eine Riesenmöhre wäre, die 1,20 Meter lang ist oder was, dann würde sich auch keiner ethisch-moralische Gedanken machen, dass man eine Riesenmöhre aus dem Boden reißt, die 1,20 Meter ist und sie sich über Weihnachten ins Wohnzimmer stellt. Im Idealfall würde man sie dann hinterher noch irgendwie essen, ich weiß es nicht. Aber es ist ein reines landwirtschaftliches Erzeugnis. Also wer ein Problem damit hat, Schnittblumen zu schneiden, weil das ist im Grunde dasselbe. Nur handelt es sich beim Weihnachtsbaum natürlich um eine größere Pflanze und um eine Pflanze, die potenziell unter ganz anderen Wachstums- und Anbaubedingungen natürlich die Chance hätte, zu einem riesen Baum zu werden. Ja? Aber nur potenziell, nicht bei den Plantagen-Weihnachtsbäumen. Die werden in jedem Fall umgesägt, eben zum Zwecke der Weihnachtsbaumgewinnung. Und da, wo die stehen, würden die auch niemals zu einem richtigen Wald wachsen. Und selbst wenn man sie stehen lassen würde, käme dabei irgendwas raus, was über ein paar hundert Jahre noch als ehemalige Christbaumkultur erkennbar wäre, weil einfach in Reih und Glied und vom Baumabstand her und so weiter und so fort. Also das hat nichts mit einem naturnahen Wald oder einer naturnahen Waldwirtschaft zu tun, weil es einfach gar keine Waldwirtschaft ist. Das ist ein ganz normales landwirtschaftliches Produkt. Das kann jetzt gut sein, das kann jetzt schlecht sein, das muss jeder für sich selber wissen. Aber nochmal, ein Weihnachtsbaum kaufen ist wie ein Sack Kartoffeln im Grunde ein landwirtschaftliches Produkt. Der wäre nie zu einem großen Baum geworden. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ein höheres Wesen damit tötet, sondern man erntet ein landwirtschaftliches Produkt. Also ich finde es, so toll ich Bäume finde, sollte man zumindest im Rahmen einer rein wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Nutzung, sollte man die Unterscheidung zwischen einer Kartoffel und einem Weihnachtsbaum meiner Meinung nach nicht tun. Ja. Was man zum klassischen Baum noch sagen muss, ist die Sache mit der CO2-Bilanz. Das wird gerne mal entsprechend erwähnt, dass das ja so toll sei, wenn man die immer nutzt, weil die sind ja vorher 8 bis 12 Jahre im Wald gestanden und haben CO2 gespeichert. Erstens, nicht viel. Ja, das ist wirklich relativ lächerlich, die Menge, die so ein kurzer, kleiner Baum in seinem kurzen Leben da gespeichert hat. Das kompensiert mal eine Fahrt zum Bäcker, der 3 Kilometer weit weg ist und wieder zurück. Ja, und das ist es dann im Grunde auch schon. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall braucht man sich da wirklich nicht denken, man hätte jetzt da mordsmäßig was weiß ich was für eine tolle CO2-Bilanz damit, dass man einen Weihnachtsbaum gekauft hat. Er ist CO2-neutral, weil er fliegt ja hinterher wieder weg. Ihr kauft den ja nicht und lasst den über 30 Jahre in eurem Wohnzimmer stehen. In dem Fall hättet ihr tatsächlich das CO2 über 30 Jahre aus dem Kreislauf entnommen. Und dann würde das zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen was bringen. Ihr könnt euch noch ein paar diverse Weihnachtsbäume daneben stellen, wenn das Wohnzimmer irgendwann ganz voll gestapelt ist mit den ausgetrockneten, die kann man dann auch schön ineinander stapeln, dann wäre irgendwann ein entsprechender Effekt erreicht, aber da gehen wir jetzt mal nicht aus. Und CO2-neutral stimmt natürlich nur insofern, dass das Baumwachstum und das hinterher wiederum Baum verbrennen oder Baum in den Wald werfen und Baum verrotten lassen, das ist CO2-neutral. Der Baum nimmt zuerst das CO2 auf, das bei seinem biologischen Abbau oder beim Verbrennen wieder freigegeben wird. Das heißt, da kommt kein zusätzliches irgendwie in die Atmosphäre rein, aber der Baum muss ja transportiert werden und es muss zum Baum hingefahren werden, der Baum muss gepflegt werden. Dafür ist eine gewisse Logistik erforderlich und damit kommen halt einfach dann noch so ein paar, relativ wenig, aber ein paar Kilo CO2 für die ganze Logistik und den Transport. Je nachdem, wo der her ist, kommen dann noch dazu. Wenn man den aus China importiert, dann ist das natürlich schlimmer. Wenn man den bei Amazon bestellt, ist es auch schlimmer. Wenn man ihn beim nächsten Supermarkt um die Ecke oder beim nächsten Baumarkt um die Ecke holt und mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Apropos, eine ältere Dame bei uns aus dem Dorf hat sich neulich ihren Weihnachtsbaum geholt, indem sie mit dem Rollator zum zuständigen Supermarkt gefahren ist, sich den Weihnachtsbaum auf den Rollator hat binden lassen und dann damit wieder nach Hause. Muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ich habe es leider
leider nicht persönlich gesehen, aber das ist nachhaltig. Jo. Ja, was kostet so ein Teil? Schöne Bäume gibt es ab 35 Euro. Ungefähr. Kannst du natürlich noch mehr ausgeben, je nachdem, wie früh oder wie spät man dran ist und so weiter. Aber so ungefähr. Wenn man sie sich liefern lassen möchte, habe ich auch geguckt. Ja, theoretisch für einen ganz kleinen Baum, also wirklich so einen, wo man noch auf ein Schemelchen draufstellt, damit er wenigstens einigermaßen hoch ist, gibt es, glaube ich, für 19 Euro irgendwas. Dazu kommen noch 6,50 Euro Versand. Und große Bäume gibt es dann für 40 auch wieder mit 6,50 Euro Versand. Also wenn du mit 50 Euro dahin gehst, wirst du wahrscheinlich einen großen und schönen Baum, wenn du dann rechtzeitig da bist, bekommen. Auch beim Selberschlagen ist ein bisschen günstiger, aber Selberschlagen ist auch nicht unbedingt nachhaltiger, weil du hast dann halt einfach den Transport selbst. Wirst ihn wohl kaum mit dem Rollator aus dem Wald nach Hause transportieren. Falls doch, dann toi, tipptopp, dann ist in Ordnung. Das ist dann auch fast nahezu 100% CO2-neutral. Tolle Sache. Man müsste allerdings noch anteilig die Produktionskosten des Rollators mit einfließen lassen. Gut, so, was gibt es denn jetzt an Alternativen? Den Kunststofftannenbaum. Inzwischen sehen die ziemlich gut und ziemlich täuschend echt aus. Es gibt auch auf hochwertigen Weihnachtsmärkten, also dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr gab es da teilweise Bäume, da bin ich wirklich regelmäßig sehr nah hingerannt, um mal zu gucken, ist der jetzt echt oder ist der jetzt Plastik? Und oft waren sie dann tatsächlich Plastik, obwohl ich der Meinung war, der muss doch echt sein, nein, ist doch Plastik. Also wirklich erstaunlich gut inzwischen. Die sind meistens aus PVC, also diesem relativ dicken Kunststoff, der zum Beispiel auch für LKW-Abdeckung meines Wissens verwendet wird und für Satteltaschen beim Fahrrad. Satteltaschen, Gepäckträgertaschen, sucht euch was aus. Ne? Das kann man auf jeden Fall machen, aber dadurch bestehen die natürlich 100% aus Kunststoff. Und woraus besteht Kunststoff? Naja, eben nicht unbedingt aus besonders gesunden Sachen. So, und damit kann man jetzt dann irgendwie die CO2-Bilanz von so einem Kunststoffbaum auch entsprechend berechnen. Und kommt dann drauf, je nachdem wen man fragt, dass der zwischen 17 und 20 Jahre lang genutzt werden muss, um sich dann so weit ausgeglichen zu haben, dass er ab dem Moment anfängt, auf die Dauer mehr CO2-effizienter, ressourcenschonender, und übrigens, wenn ich jetzt dauernd von CO2 spreche, ich nehme das einfach als Wert, um vergleichen zu können. Ja, man könnte auch sagen, in benötigtem Stickstoffdünger zum Anbau oder irgendwie sonst wie, aber das ist halt weniger gut vergleichbar, weil Stickstoffdünger zum Anbau von einem Plastikbaum gibt es halt nicht. CO2 zur Konstruktion von einem Plastikbaum gibt es schon, und deswegen kann man das dann immer schön vergleichen, drum dieser Wert. Ja? Und der muss nur einmal transportiert werden, der hat nur einmal Logistik sozusagen, aber er hat halt Herstellungskosten und die sind überhaupt nicht CO2-neutral, und dadurch kommt dann eben dieser Wert von 17 bis 20 Jahren zustande, den man den haben muss. Und während man ihn hat, spart er halt jedes Jahr wieder die Logistik und den Transport, den man bei einem neuen Baum, den man jedes Jahr frisch kauft und frisch aufstellt, eben noch hätte. Und dadurch, ja, wenn man wirklich jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt einmal einen Plastikbaum, dann geht es 50 Jahre keinen anderen, ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Wenn man den allerdings hingegen nach 16 Jahren bereits wieder entsorgt, dann war es nicht okay. Zumindest nicht von der ressourcentechnischen Sicht. Was die sonst noch für Vorteile haben mögen, ist es mir, weiß ich nicht. Ich persönlich, mir ist es ziemlich zuwider, einen solchen Gegenstand, der rein kulturellen und historischen, ethisch, emotionalen Wert hat, aus Plastik aufzustellen. Habe ich persönlich ein großes Problem mit. Aber der brennt weniger schnell. Der brennt weniger schnell, korrekt. Danke, Schatz. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Es gibt noch den Baum im Topf zum Auspflanzen. Das klingt jetzt im ersten Moment ganz, ganz super. Man muss keinen Baum umbringen und hat trotzdem einen Weihnachtsbaum, und jedes Jahr pflanzt man ein Tenching irgendwo guerillamäßig in den Wald. Dabei gibt's ein paar Sachen zu beachten. Ich warte mal kurz den Flieger ab. Beim Baumtopf zum Auspflanzen muss man erstmal unterscheiden, ist er überhaupt zum Auspflanzen. Selbstverständlich kann man sich auch einen Baum im Topf pflanzen, der dann halt einfach ein paar Jahre heben soll. Und dann hat man halt eben die Logistikkosten nur alle 5 Jahre, weil der Baum meinetwegen 5 Jahre hebt und danach ist er kaputt. Und dann verheizt man ihn halt genauso oder spendet ihn oder macht damit Weihnachtsbaumweitwurf oder was auch immer. Wirft ihn aus dem Fenster wie in Schweden und dann fällt der Typ, der in der IKEA-Werbung durch die Gasse läuft, drüber. All diese
Reduktion gibt es da. Das kann man natürlich machen. Ja, das ist durchaus nachhaltiger als jedes Jahr einen neuen Baum kaufen, wenn der bei einem im Topf eine Weile steht. Es ist ungefähr, wenn man den alle 5 Jahre austauscht, dann hat man nur alle 5 Jahre einen Baum, den man braucht. Und während der wächst, wächst er und produziert im Übrigen auch im Innenraum Sauerstoff. Das mag vielleicht ganz interessant sein, sofern man den dann irgendwo im Innenraum effizient aufstellen kann und so weiter. Also da spricht eigentlich nichts dagegen, halte ich für eine sehr gute Lösung. Kann man machen. So, Alternative, im Topf kaufen und dann irgendwo guerillamäßig hinpflanzen. So, dazu musste man jetzt Folgendes, muss man unbedingt wissen, dass ein Baum, den man nochmal irgendwo hinpflanzen möchte, unbedingt jung sein muss. Wenn der schon 20 Jährchen im Topf sitzt, dann bleibt der auch im Topf. Das kriegt man dann nicht mehr hin, dann sind die Wurzelverwachsungen so sehr dem Topf angepasst, dass der nie wieder sich in der normalen Erde wohlfühlen wird. Im Idealfall hat so ein Baum also eine Maximalhöhe von 1,20 m. Kleiner ist besser, also wenn du nur einen Meter Baum zu Weihnachten nehmt und ihn dann später in den Waldtopf pflanzt, umso besser. Außerdem, je größer der Topf, desto besser. Je weniger die Wurzel gezwungen ist, sich quasi der Form des Topfes anzupassen beim Ausdehnungswachstum der Wurzel, desto weniger Wurzeldeformationen gibt es, desto wahrscheinlicher ist es, dass wenn man die mit dem kompletten Wurzelballen, also alles, was im Topf drin ist, irgendwo, ich sag jetzt mal, in den Vorgarten pflanzt, weil in den Wald darf man ihn natürlich nicht pflanzen, dann ist die Chance, dass der anwächst, umso besser, je kleiner er vorher gewesen ist, je weniger eben der Topf sein Wurzelwachstum behindert hat. Das ist also für einen großen Weihnachtsbaum nicht wirklich eine Option. Damit man die in guter Qualität bekommt, geht man am besten auch zur Baumschule des Vertrauens und vor Ort und guckt sich das auch mal an und spricht mit den Leuten, damit da wirklich eine gute Qualität geliefert wird, weil es wäre doch schade, wenn man den ganzen Aufwand betreibt und das Ding auch bezahlt, das ist ein bisschen teurer, wenn der dann hinterher keine gute Anwachschance hat und selbst wenn er anwächst, dann nur 20, 30 Jahre alt wird, weil ihn dann die Wurzeldeformation, die er durch seine frühen Jahre im Topf bekommen hat, dann umbringt. So, und das nächste Problem beim Auspflanzen von so einem Bäumchen, was man unbedingt beachten muss, ist, die überleben oft den Hitzeschock nicht. Die Bäume wachsen auf im Freien, werden dann in 20 Grad heißes Wohnzimmer oder noch heißer, je nachdem wie sehr man heizt, reingestellt für ein paar Wochen im Idealfall. Danach kommen sie wieder raus in die Winterkälte, wo der Winter erst richtig kalt wird unter Umständen und werden dann auch noch gepflanzt. Das heißt, es kommt zusammen der Pflanzschock. Gepflanzt werden ist für einen Baum immer ein Schock. Normalerweise wird man nicht umgepflanzt als Pflanze. Ja, man steht da, wo man steht und da steht man sein Leben lang. Zweitens, die Temperaturveränderung zweimal, ja, einmal von kalt zu warm und dann noch einmal von warm zu kalt in einem krasseren Ausmaß, als das im natürlichen Winter jemals der Fall sein dürfte, mehr oder weniger. Und ja, das muss so ein Bäumchen erstmal überleben. Wenn man also jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen sagt, wir kaufen grundsätzlich einen Baum im Topf und pflanzen ihn dann mit den Kindern nach Gebrauch irgendwo hin, dann läuft das wahrscheinlich im effizientesten so ab, dass man Weihnachten, zumindest die Bescherung und einen Teil von Weihnachten auf dem Balkon oder auf der Terrasse stattfinden lässt, damit der Topf gar nicht erst mit dem Baum gar nicht erst ins Warme gekommen ist. Oder man stellt ihn wirklich bloß vor Heiligabend und meinetwegen ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag mal ins Wohnzimmer und danach wieder raus. Das könnte er noch überleben, insbesondere wenn man ihn draußen dann noch eine Weile im Topf stehen lässt, damit Temperatur Unterschied und Pflanzschock nicht zeitgleich stattfinden. Damit ist die Überlebenschance von so einem Bäumchen dann nochmal erheblich höher. Außerdem, mal angenommen, man würde jetzt guerillamäßig, was man natürlich nicht darf und was wir alle auf keinen Fall tun, diesen Baum dann auch nicht unbedingt immer in den eigenen Garten, weil irgendwann wird es da hängen, pflanzen wollen, sondern in den Wald. Dann muss man 2 Dinge wissen. Erstens, im deutschen Wald muss man nicht wirklich Bäume pflanzen, die kommen zum Zweifel auch von alleine. Also einen einzelnen Baum zusätzlich in den Wald reinzustellen, bereichert den Wald nicht wirklich. Es sei denn, zweitens, es handelt sich bei besagtem Baum um eine Weißtanne, keine Nordmann-Tanne, eine Weißtanne, die heimische Tanne, die bei uns natürlich vorkommt. Und diese pflanzt man zur Ergänzung in irgendeinen Wald, in dem es wenig Weißtannen gibt. Und dann
macht man vielleicht sogar noch einen Verbissschutz drum. Ja, das wäre dann zwar eine ziemliche Guerilla-Aktion und streng genommen ist das auch nicht unbedingt erlaubt, aber C, beziehungsweise drittens, erwischen wird einen sowieso keiner und viertens, der Förster freut sich da wahrscheinlich eher drüber, wenn man da keinen größeren Mist baut und das Ding nicht irgendwo hinstellt, wo es wirklich überhaupt nicht passt und so weiter und so fort. Denn Tannen gibt es, außer jetzt hier im Schwarzwald, überall eigentlich zu wenig und einzelne Tannen mitten im Walde bereichern die Biodiversität und sind eigentlich nur gut. Und das werden die allermeisten Kollegen natürlich auch so sehen. Deswegen darf man es trotzdem nicht. Und ich will hier niemanden dazu aufrufen, irgendwas Illegales zu tun. Noch besser wäre natürlich in jedem Fall, man fragt einfach vorher nach, ob man denn das machen darf mit den Kindern und wo man den hinpflanzen dürfte und so weiter und so fort. Für mich persönlich vielleicht die beste Lösung für einen Weihnachtsbaum ist natürlich am aufwendigsten, ist wahrscheinlich auf die Dauer, wenn man das wirklich jedes Jahr so machen möchte, auch am teuersten. Ist dann aber halt wirklich, wirklich nachhaltig und man killt keinen Baum, sondern man sorgt jedes Mal für einen an der richtigen Stelle gepflanzt, bei dem die Chance, dass der dann auch wirklich alt wird, sehr, sehr hoch ist. Und damit kann man auch seine persönliche CO2-Bilanz, wenn man das dann möchte, auch durchaus positiv beeinflussen, beziehungsweise die Kinder fangen damit frühzeitig an, wenn jedes Kind, je nachdem wie viele da sind, immer abwechselnd seinen Baum pflanzen kann und die dann in späteren Jahren dann wissen, meine 5 Bäume, hier steht einer da und so weiter. So, nur mal als Ansatz. Gut, und dann gäbe es noch, das ist eine ganz interessante Sache, den Kai-Nachtsbaum oder so ähnlich. Da bin ich drauf gestoßen worden durch einen Kommentar und habe mir das mal angeguckt. Das ist ein Mann-Unternehmen von, hab vergessen, wie er heißt. Jedenfalls mag er Bäume und hatte ein Problem damit, dass jedes Jahr ein Baum sterben muss, damit man sich an Weihnachten einen aufstellen kann. Jetzt ist er hingegangen und hat quasi einen Holzstab genommen mit Schräubchen dran zum Zusammenbauen, zum Zerlegen und so weiter mit Ständer und hat da Löchlein reingebohrt und dann kann man jetzt da frisches Grün so weit in den Baum reinstecken und wenn man das richtig macht, guckt euch das am besten selber mal an, ich verlinke euch das, dann sieht das hinterher aus wie ein perfekter, ideal geformter Weihnachtsbaum, so schön, wie es die Natur selten hinbekommt, schön in Anführungszeichen. Ja. Auch ein Krumm- und Schieferbaum kann schön sein, das hängt hier nur vom persönlichen Geschmack ab. Ne? Aber jedenfalls bekommt man einen sehr symmetrischen Weihnachtsbaum und das kann als schön empfunden werden. Und so, warum ist das jetzt besonders nachhaltig und wozu soll das gut sein? Was soll der Quatsch? Idee ist nämlich die, dass wenn man das Schnittgut für diesen Baum aus einer Schnittgutplantage entnimmt und gar nicht jedes Mal einen einzelnen Weihnachtsbaum umschnibbelt, dann kriegt man pro Baum aus einer Schnittgutplantage so irgendwie 5 bis 7 Mal so einen Kainachtsbaum sozusagen zusammengebaut. Also ein Baum sorgt für 7 Weihnachtsbäume und die Flächennutzung ist erheblich effizienter, weil A werden die Bäume größer, höher. Das heißt, wir haben eine bessere Ausnutzung der Landschaft in der Höhe. Der Flächenverbrauch zum Anbau von Weihnachtsbaum wird also massiv reduziert, wenn man das jetzt jeder nur einen Weihnachtsbaum hätte angenommen. Und zweitens, Transportkosten sind für ein Bündel Reisig natürlich auch nochmal andere und auch Transportaufwand als für einen ganzen Baum. Einfach rein vom Volumen her, so ein Reisig lässt sich doch erheblich besser komprimieren und dann auch transportieren. Außerdem, dass der Baum länger lebt, hatte ich glaube ich schon erwähnt, mehrfach genutzt werden kann und damit sind einfach die Logistikkosten, statt einen ganzen Baum jedes Mal zu besorgen, sondern immer nur Reisig zu besorgen, ein bisschen geringer. Es ist nicht nichts, aber es ist ein bisschen geringer. Und dass die Bäume länger leben, kann man ethisch-moralisch schön finden. Und wir kriegen auf jeden Fall mehr Christbaumnadeln, Zweige, Produktion pro Fläche unter. Und der Flächenverbrauch für eine zwar wirtschaftlich und emotional vielleicht wichtige, aber für das Bestehen der Natur und des Menschen nicht ganz so relevante Tatsache wie ja, Weihnachtsbäume, würden wir weniger Fläche verbrauchen. Ich denke, das ist auch eine gar nicht mal so schlechte Geschichte. So, und theoretisch hat die Idee jetzt noch enormes Zukunftspotenzial, weil theoretisch wäre es auch möglich, dass man auf solche Schnittgutplantagen vollständig verzichtet, dann irgendwann mal, und den Weihnachtsbaum immer mit Schnittgut bestückt, dass man aus der regulären
deren Forstwirtschaft gewonnen hat, wann immer Wertastung bei zum Beispiel Tanne, Douglasie oder Fichte stattfindet. Ja? Bei Fichte wird in letzter Zeit wahrscheinlich keine Wertastung stattfinden, bei der Tanne und bei der Douglasie hingegen schon. Douglasienzweige geben hervorragenden Weihnachtsbaum ab und duften dann auch noch so schön. Und insbesondere, wenn sie alle frisch abgeschnitten sind, dann gibt es ein richtig tolles Duft vom Baumaroma im Wohnzimmer, was man hoffentlich haben möchte. Wenn nicht, dann geht gefälligst nicht mehr in den Wald, dann seid ihr komisch. Nein, jeder wie er möchte. Also wenn sich das mal noch etablieren würde, dass also gar kein zusätzliches Material irgendwo gezüchtet und gepflanzt werden muss, um Weihnachtsbaum zustande zu bringen, dann ist das volle Potenzial von so einem Weihnachtsbaumständer ausgeschöpft. Der wird in Handarbeit hergestellt, im Ein-Mann-Betrieb, kostet entsprechendes Geld. Ja, das ist dann aber auch nachvollziehbar, weil muss ja gemacht werden. Ne? Muss da auch ein bisschen was dran verdient werden. Da will ich mich also überhaupt nicht drüber beschweren. Finde die Idee cool. Für dieses Jahr sind sie sowieso ausverkauft, aber es gibt Rabatt fürs nächste Jahr. Irgendwie so. Ja. Man muss allerdings auch so fair sein. Wenn man jetzt Schnittgut, das im Walde entsteht, für den Weihnachtsbaum verwendet, dann bleibt es nicht im Wald liegen. Wenn es im Wald liegen bleibt, dann hat man keinen Weihnachtsbaum. Aber das ist trotzdem kein Schaden, wenn es im Wald liegen bleibt, weil alles, was im Wald liegen bleibt, wird in Form von Nährstoffen in den Boden wieder zurückverrotten und dem Boden wieder die Nährstoffe zurückführen, die ihm vorher entnommen worden sind, um den entsprechenden Zweig sozusagen bilden zu können. Das heißt, wenn wir jetzt jeden Zweig, den wir im Wald abschneiden, immer exportieren, um damit Weihnachtsbäume zu bauen, dann ist das ein Nährstoffexport. Das gibt Standorte, da kann man das machen, da ist das überhaupt kein Problem, weil es auf die Nährstoffe einfach nicht ankommt, weil genug vorhanden sind. Und es gibt Standorte, da sollte man das auf keinen Fall machen, weil da sind die Nährstoffe knapp und dann würden sie fehlen hinterher. Und darum ist das dann schon ein Thema. Ja, so, das waren also die Weihnachtsbaumalternativen. Was ihr habt, dürft ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt oder ob ihr gar keinen Baum oder wie auch immer. Und alle Optionen sind denkbar und gangbar und auch sicherlich irgendwo gut, hat alles Vor- und Nachteile und kann man sicher alles nachvollziehen. Mich würde schlicht einfach ein bisschen interessieren. Na? Bis morgen, macht's gut, tschüss.